Hallöchen, meine Lieben. Es ist wieder soweit. Es ist Sarah Time. Heute habe ich wieder eine geile Story. Und zwar geht es heute um meine Haare. Alle fragen mal, warum habe ich so schöne Haare? Die sehen immer so voll aus und so füllig. Okay, ich gebe es zu. Alles fake. Es gibt mittlerweile so viele Sachen, was man machen kann. Ich lasse mir heute meine Extensions rausnehmen. Dann seht ihr mich mal ohne Extensions. Mit denen muss ich nämlich ein paar Tage rumspringen, bis ich dann wieder neue Extensions reinkriege. Damit ich auch die Tage überbrücke, ich zeige euch mal, was da alles so gibt. Ich habe hier wirklich echt viel Zeug, was man mit dem ganzen Zeug, mit diesen ganzen Haaren so machen kann. Gibt es nämlich alle möglichen Clips, man. Es gibt von Pony. Kann man natürlich auch in das Ohr machen. Hi! Erkennt ihr mich wieder? Wird mir sowas stehen? Es gibt auch Zöpfe. Das heißt, wenn ich Bock habe auf einen Zopf, dann haue ich hier einen Zopf rein. Ich kann den Pony auch wegmachen. Pony ist, glaube ich, zu auffällig. Aber es gibt Zöpfe dann für meine dünnen Haare. Es gibt lange Haare. Sogar Locken. Ich ziehe mir dann alle rein und dann habe ich wieder meine langen Haare. Die sind zwar jetzt nicht so lang wie meine echten jetzt hier, aber dadurch, dass die nachher rauskommen. Ey, das sieht so witzig aus. Ich habe echt übelst dünne deutsche Haare, so wie man es einfach kennt, ne? Ich glaube, das Problem kennen viele von euch Mädels. Aber die habe ich jetzt schon so lange drinnen. Die müssen raus. Puh. Erstens sind sie viel zu lang. Viel zu lang. Und zweitens, wenn die so lange drin sind, dann fangen die unten an, sich so ein bisschen zu verfilzen. Sieht man jetzt noch gar nicht. Hier sieht man meine Extensions. Oh mein Gott. Die kommen jetzt alle raus. Oh mein Gott. Jetzt ist es soweit, meine Leute, meine Lieben. Meine Haare kommen ab. Meine Haare werden immer kürzer. Ja, eigentlich sind sie schon lang. Aber dünn. Alle sind sie raus. Ja, ich habe jetzt gar nichts mehr auf dem Kopf. Außer meine natürlichen Haare natürlich. Okay, ich zeig's. Kurz. Okay, so kurz sind sie gar nicht. Aber sehr dünn. Irgendwie, ich glaube, wenn ich die paar Wochen so hätte, könnte ich mich dran gewöhnen. Aber ich bin ganz froh, dass ganz bald wieder Volumen reinkommt, weil so kann ich nicht aus dem Haus gehen. Vogelscheuche. 3 Tage habe ich jetzt ohne Extensions verbracht. Heute ist es endlich soweit. Ich kriege meine Haare wieder rein. Aber eure Resonanzen auf meine Bilder die letzten Tage, wo ich gepostet hatte, die waren ganz okay. Die sehen auf dem Bild immer fülliger aus, als sie eigentlich sind. Das sind einfach nur noch Franzen. Ich brauche wieder Volumen, ich brauche Locken. Ich werde die Haare diesmal aber nicht mehr so lang machen. Jetzt kommt der Sommer, die müssen ein bisschen heller werden, ein bisschen frischer. Und ich mache es ja einfach. Alex zaubert mir schon was Geiles hin. Geile Haare, geiler Schnitt, sommertauglich. Und dann ist das Sarah Bunny wieder so, wie man es kennt. So, wie man mich kennt. Sexy, Blondie, Volumen. So, und jetzt stelle ich euch noch meinen Star-Friseur vor. Alex, komm her. Du musst herkommen. Von der Seite ist deine Schokoladenseite. Der Alex, der macht eigentlich auch immer meine Haare, wenn ich irgendwelche Events habe. Der färbt mir meinen Ansatz immer und schaut immer, dass ich gut aussehe und gepflegte Haare habe, gell? Mhm. Das klappt ganz gut mit uns zwei. Ja, wir haben super. Sonntag und sitzen im Friseur. Und bei dem schönen Wetter. Promise not to look, 'cause I got some good news for you. Unexpected surprise, now you're on the hook. Willst du was dazu sagen? Ich dachte, du redest. Ja, Alex, du musst reden. So, ich wollte gerade sagen, ich bin das auch wohl. Schau mal, die werden schon länger. Endlich habe ich wieder Haare. Jetzt
besten Schnitte an mich. Ich würde mal sagen, das Umstyling ist gelungen. Was heißt Umstyling? Ich habe wieder lange Haare, ich habe sie nicht zu lang gemacht. Die sind sehr, sehr schön. Ich bin super glücklich. Hiermit auch nochmal ein Danke an Great Lengths für die wunderschönen Haare. Ich bin so zufrieden. Alex lauft nicht durchs Bild hier. Doch, danke auch an Alex. Komm her, jetzt darfst du kommen. Danke auch an Alex fürs Reinmachen und fürs wunderschöne, schöne ja, für den Schnitt. Ich bin glücklich, der Sommer kann kommen. Let's go. Mua. Nächstes Mal wieder einschalten, mit dabei sein. Daumen hoch, kommentieren wir euch das Video, wie euch meine neuen Haare gefallen. Weitersagen, draufklicken. Ja. Mua. What?